22 Jahre jung, beidfüßiger Offensiv-Allrounder, Spitzname Milli und fortan ein Borusse. Ja, also ich glaube, wenn der BVB anklopft, da kann man schlicht Nein sagen. Es ist einer der größten Vereine in Deutschland, sogar weltweit. Ich bin einfach froh, dass ich die Ehre habe, hier spielen zu dürfen und deswegen bin ich einfach umso glücklich. Einer der Shootingstars der vergangenen Saison. Philipp kommt mit der Empfehlung von 9 Toren und 3 Vorlagen aus 25 Ligaspielen. Nach 4,5 Jahren im Breisgau zieht es ihn jetzt ins Ruhrgebiet. Man weiß ja nie, wie oft man diese Chance noch bekommt im Leben. Und ich denke, ich bin jetzt reif genug. Mit 23 bin ich auch alt genug, denke ich, diesen Schritt zu wagen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, jetzt auch um mich persönlich weiterzuentwickeln, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Der Berliner Junge startete seine Karriere in der Jugend von Hertha und TB. Über Cottbus landete er 2013 in der U19 vom Sportclub Freiburg. Dort kam Milli dann ganz Maxi raus. Und er weiß sogar schon, wo das Tor im Signal Iduna Park steht. Ja, als Gegner ist natürlich schon ein bisschen angsteinflößend, wenn du die gelbe Wand siehst. Da sind 80.000 Leute, die schreien, die Gelb-Schwarzen einfach voran. Das ist einfach Wahnsinn. Und darauf freue ich mich jetzt auch, dass ich das jetzt miterleben darf, dass sie jetzt auch, dass ich jetzt für sie spielen darf und dass ich von ihnen vorangepeitscht werde. Der U21-Nationalspieler führt eine liebgewonnene Schwarzwald- und Ruhrpott gewandert. Unser Schweizer Schlussmann hat sogar kräftig die Werbetrommel gerührt. Er hat gesagt, das ist ein geiler Verein und soweit hatten wir jetzt nicht so viel Kontakt, nur ab und zu halt mal, aber er ist sehr begeistert von der Atmosphäre hier, von der Stadt auch und vom Verein allgemein. Diese besondere Atmosphäre war unlängst erst beim Jubelkorso durch Dortmund wieder zu genießen. Knapp 300.000 BVB-Fans haben ihren Pokalhelden einen frenetischen Empfang bereitet. Die Faszination, die Borussia Dortmund vor allem auch deshalb ausstrahlt, hat sogar unseren Neuzugang über die Stadtgrenzen hinaus. Ja, ich komme ja selbst aus Berlin. Ich habe da schon ein bisschen mitbekommen, als die Fans da gefeiert haben. Also das ist schon Wahnsinn. Es war einfach alles gelb, ein gelb-schwarzes Meer. Und sowas erlebt man, glaube ich, nirgendwo. Und das ist einfach einmalig. Deswegen freue ich mich schon, hier zu sein.